Moin zusammen, mein Name ist Mike Korpion und ich bin Spezialist bei Dr. Klein für Baufinanzierung. Heute vergleichen wir Immobilienkredite. Also lasst uns loslegen. Die Frage ist ja immer, vergleicht man Zinsen oder vergleicht man Kredite? Und wo ist eigentlich der Unterschied? Grundsätzlich ist ja zu sagen, dass die Zinsen den größten Teil der Gesamtkosten einer Finanzierung ausmachen. Und dementsprechend ist man natürlich immer gewillt, die Zinsen miteinander zu vergleichen. Ich möchte euch heute einfach mal zeigen, warum es sinnvoll ist, nicht nur den Zins, sondern die gesamten Immobilienkredite miteinander zu vergleichen. Und da gehören nämlich wesentliche Faktoren einfach dazu. Einmal haben wir das Thema Zinssicherheit, Flexibilität, die Höhe der Tilgung. Hinzu kommt natürlich auch eure persönliche Situation. Das heißt, seid ihr gerade im Angestelltenverhältnis oder selbstständig? Seid ihr in Elternzeit oder Probezeit? Welche Wünsche habt ihr eigentlich an die gesamte Finanzierung? All diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, zählen in dieses Thema Immobilienkredite miteinander zu vergleichen rein. Und ihr seht, es sind halt nicht nur die Zinsen. Und ich will euch einfach zeigen, warum ist das so und was für Auswirkungen haben diese Faktoren. Ihr seht hier nun also unser Beratungsprogramm. Wir haben hier drei Reiter. Das ist einmal der Antragsteller. Hier erfassen wir also eure persönlichen Eckdaten, Name, Geburtsdatum, Einkommenssituation, Vermögensverhältnisse. Als zweites ist es die Immobilie. Hier geht es also um eure Wunschimmobilie, euren Traum. Welche Parameter bringt dieses Objekt mit? Das ist extrem wichtig für die Bewertung und natürlich auch in welcher Region das ist, um herauszufinden, welche Banken für eure Konstellation in Frage kommen. Und als drittes haben wir natürlich das eigentliche Vorhaben. Das heißt, hier beschäftigen wir uns mit den Kosten, also dem Kaufpreis, den Kaufnebenkosten, eventuellen Modernisierungskosten, die ihr plant, um einfach zu schauen, wie hoch der Gesamtfinanzierungsbedarf ist. Mein Ziel ist es heute einfach mal drei Situationen miteinander zu vergleichen, die augenscheinlich identisch sind. Wir reden hier in allen drei Situationen über einen Kaufpreis von 500.000 Euro. Kaufnebenkosten sind die Grunderwerbsteuer und Notargebühren. Wir haben hier keinen Makler und keine Modernisierungskosten. Die lassen wir einfach raus, um es einfach zu halten. Die Immobilie steht in diesem Fall in Hannover. Und wir haben im ersten Step hier zwei angestellte Antragsteller mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 4.500 Euro, jeweils 2.500 und 2.000 Euro. Keinerlei weiteren Verbindlichkeiten und doch ein ganzes Stück Eigenkapital, wobei in dieser Berechnung jetzt gar nicht so viel notwendig ist. Wir gehen nun davon aus, dass die Kunden sich entschieden haben, von ihrem Eigenkapital 85.000 Euro einzusetzen. Das heißt also 35.000 Euro für die Kaufnebenkosten und 50.000 Euro auf den Kaufpreis. Wir Baufinanzierungsberater nennen das eine sogenannte 90% Finanzierung, weil halt 90% des Kaufpreises finanziert werden müssen. Hiernach richten sich bei den meisten Banken die Zinsen. Das heißt, wie viel Prozent des Objektwertes oder in dem Fall halt des Kaufpreises muss finanziert werden und daran orientiert sich ein Großteil des Zinses. So, wir haben also als Berechnungsgrundlage ein Kreditvolumen von 450.000 Euro. Wir nehmen hier eine Zinsbindung von 10 Jahren und einen Tilgungswunsch von 2%. Optionale Sondertilgung beläuft sich auf 5%. Und nun starten wir in den Vergleich. Ihr werdet hier gleich eine Menge an Banken sehen und wir werden vorne ein Ampelsystem haben. Das heißt, wir reden hier über grün, gelb und rote Angebote oder grün und gelb-rote Finanzierungsvorschläge. Grün bedeutet alle Parameter, die wir eingegeben haben, passend zu der jeweiligen Bank. Gelb bedeutet irgendwelche Parameter, die erfasst sind, passen nicht unbedingt zu der Bank, aber das heißt noch lange nicht, dass die Bank es nicht machen würde, sondern es sind einfach Themen, über die man reden muss und nochmal drüber schauen muss. Rot bedeutet, wie ihr es auch von der Ampel kennt, hier geht es einfach nicht weiter, denn irgendwelche Parameter, die hier mitgebracht wurden, passen einfach nicht zu dieser Bank und dementsprechend fällt sie raus, obwohl wir trotzdem das Konditionsangebot hier sehen. So, und hier haben wir nun die Ergebnisse. Ihr seht hier die Angebote untereinander. Wir haben vorne das eben beschriebene Ampelsystem, dann den Soll- und Effektivzins. Der Beleihungsauslauf, der kann von Bank zu Bank unterschiedlich sein, weil jede Bank manchmal auch einfach noch gewisse Sicherheitsabschläge vom Kaufpreis runterrechnet, um dann den Objektwert oder Beleihungswert zu ermitteln. Ihr seht hier die Produktanbieter, die monatliche Gesamtrate, das Darlehensvolumen, Zinsbindung, Annahmefrist und Entscheidungszeitraum ist hier jetzt erstmal nicht so wichtig, aber ich komme da gleich nochmal drauf zu, denn in gewissen Situationen kann es auch ein Thema sein.
Ihr seht hier, ich markiere es mal als Favorit. In der Situation würden also das günstigste Angebot die Commerzbank sein mit 450.000 Euro zu einem nominalen Zins von 3,44%. Wir haben hier eine monatliche Rate von 2.040 Euro. Kreditsumme waren die 450.000, 10 Jahre und eine anfängliche Tilgung von 2%. Zusätzlich sind hier noch Informationen zur bereitstellungsfreien Zeit von 12 Monaten. Hier also seht ihr im Vergleich, die Commerzbank ist hier das zweitgünstigste Angebot. Das günstigste wäre hier die Hook Coburg. Und hier, wenn ich einmal den Scroll über das Dreieck mache, seht ihr also, dass die maximal 80% des deren ermittelten Wertes der Immobilie finanzieren würden. Und dementsprechend sind die hier einfach raus. Und wir können hier auf das Angebot der Commerzbank zugreifen. Nun würde ich einfach mal in die zweite Konstellation gehen. Das heißt, wir behalten Kaufpreis, Eigenkapitalquote etc. alles da, haben jetzt aber die Situation, dass unsere Antragsteller gerade Nachwuchs bekommen haben und die Frau von ihren 2.000 Euro Nettoeinkommen aktuell nur 1.200 Euro Elterngeld bezieht. Das heißt, temporär haben wir jetzt ein geringeres Nettoeinkommen. Und wir schauen uns einfach mal an, wie die Banken die Situation jetzt betrachten. Ansonsten verändere ich an den Parametern nichts, also gleiche Ausgangssituation. Und ich starte hier nochmal den Vergleich. So, nun seht ihr Ergebnisliste der zweiten Situation, also hier in Elternzeit. Ihr könnt hier schon sehen, dass das Angebot, was wir eben von der Commerzbank zum Beispiel gemerkt haben, jetzt nicht mehr zur Verfügung steht. Das hat einfach damit zu tun, dass das aktuell geringere Einkommen in der Elternzeit von der Bank zu einer negativen Haushaltsrechnung führt und dementsprechend würde hier nicht mehr finanziert werden. Es geht jetzt also darum, die Bank zu finden, die entweder auch mit dem geringeren Einkommen euch jetzt finanzieren kann oder eine Bank zu finden, die auch das Einkommen nach der Elternzeit berücksichtigen würde und somit die langfristige Betrachtung eher in den Fokus zieht. So, ich scrolle jetzt mal ein bisschen weiter und ihr seht schon, dass hier doch das ein ganzes Stück weitergeht. Wir hätten hier als erstes die Degussa Bank, machen mal die Haushaltsrechnung auf und sehen, hier ist also aktuell der Überschuss bei 108 Euro. Das wäre zumindest eine Option, aber es könnte natürlich sein, dass der Bank auch hier das Einkommen noch ein bisschen zu gering ist. Wir haben hier unten auch nochmal die DKB und schauen, ähnliche Situation, also wir haben knapp 100 Euro Haushaltsüberschuss. So, und dementsprechend ist es jetzt natürlich an uns als Vermittler zu schauen, welche Banken würden hier in der Situation auch mit dem geringeren Einkommen finanzieren oder sogar zu gucken, welche Bank würde denn dann auch das Einkommen nach der Elternzeit ansetzen und die langfristige Betrachtung machen. Was man auch in der Situation machen kann, ist, dass wir einfach von der 2%igen Tilgung, die wir hier zugrunde gesetzt haben, in der Elternzeit mal schauen, ob man eher auf 1% Tilgung geht. Wichtig ist, dass man es auch langfristig betrachtet und ihr nicht mit 1% Tilgung eure Finanzierung durchplant, denn sonst haben wir eine Laufzeit von fast 40 Jahren und das ist in der Gesamtkostenbetrachtung dann wieder ziemlich teuer und gerade weil es ja häufig so ist, dass man sagt, ich will den niedrigsten Zins, damit die Gesamtkosten günstig sind, dann macht genau so eine niedrige Tilgung halt die gesamte Finanzierung wieder sehr teuer. Aber gerade in der Elternzeit ist das natürlich ein Faktor, mit dem man arbeiten kann und sagen kann, okay, wir möchten hier eine 1%ige Tilgung zum Start mit der Option auch nach der Elternzeit die Tilgung anheben zu können und dementsprechend dann auch mit einer höheren Rate weiter tilgen zu können. Und so werdet ihr jetzt gleich sehen, dass die Auswahl an Banken in der Situation dann auf einmal wesentlich größer ist. So, wir haben dann hier wieder die Commerzbank mit dem Zins von 3,44, mit der wir arbeiten können und auch hier unten wieder einige Banken, die mit im Boot wären. Ihr seht also, es kommt nicht nur auf den Zins an, sondern auch Parameter wie Tilgungssatz, Tilgungssatzwechseloptionen sind in gewissen Situationen ziemlich wichtig zu betrachten, um die Finanzierung überhaupt möglich zu machen. In der dritten Konstellation schauen wir uns jetzt einmal einen Antragsteller an, der nicht angestellt ist, sondern ein Antragsteller, der selbstständig ist. Ich nehme hier mal einen sonstigen Selbstständigen, damit wir nicht eine bestimmte Branche bevorzugen. Es gibt immer bei Selbstständigen, gerade Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte, die sind bei den Banken dann doch etwas besser bewertet als vielleicht der Einzelhandelskaufmann. Dementsprechend möchte ich hier erstmal
die Branche außen vor lassen. Wir haben also gleiche Situation, wieder zwei Antragsteller, das Einkommen ist identisch und wir gehen jetzt zu der Selbstständigkeit noch mal einen Schritt weiter und sagen, beide sind geboren in dem Jahr 1970. Das heißt, aktuell sind sie 54 Jahre alt und würden ja in 13 Jahren dann offiziell in die gesetzliche Rente eintreten. Und dementsprechend ist ja schon zu sehen, dass die beiden auf jeden Fall ihre Finanzierung in den Renten, ins Renteneintrittsalter hineinlaufen lassen würden. Und auch das ist bei den Banken natürlich immer ein wichtiges Thema. Also schauen wir uns das Ganze nochmal hier jetzt wieder mit einer 2%igen Tilgung an, wie die Banken diese Situation betrachten. So, nun die Ergebnisse für die dritte Konstellation. Also nochmal zurück. Wir haben 450.000 Kreditsumme weiterhin, 10 Jahre Zinsbindung, 2% Tilgung. Und nun ist aber ein Antragsteller selbstständig und beide Antragsteller sind im 54. Lebensjahr. So, ihr seht jetzt wieder in dieser Situation, die Commerzbank, die hier vorne mit 3,44% grün war, ist jetzt rot. Und wir haben noch einen Unterschied, und zwar ist der Zins hier bei 3,54. Ich gehe mal einmal rein, damit ihr einfach nachvollziehen könnt. Und dann seht ihr hier, es gibt einen Zinsaufschlag zum Beispiel für Selbstständige und Freiberufler. Das heißt, die Bank hat in der Situation, wo jemand selbstständig oder freiberuflich tätig ist, einfach einen höheren Aufwand, die Bonität zu prüfen. Bei einem Angestellten gibt es 3 Lohnzettel in der Regel. Da wird geschaut, ob das Einkommen nachhaltig ist. Und dann kann man mit dieser Zahl weiterrechnen. Bei einem Selbstständigen kann das Einkommen natürlich von Monat zu Monat schwanken. Und aufgrund dessen schauen sich die Banken in der Regel die letzten 3 Jahre an. Und die Auswertung dieser Zahlen ist einfach wesentlich umfangreicher. Und deswegen kalkulieren die Banken in so einer Situation einen Konditionsaufschlag ein, um diesen höheren Prüfaufwand einfach mit zu berücksichtigen. So. Und wenn wir uns hier jetzt auch nochmal die Haushaltsrechnung mit anschauen, dann seht ihr halt, dass die Bank hier sagt, wir haben einen Fehlbetrag von 500 Euro. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Bank eine höhere Annuität hier berücksichtigt, weil sie einfach sagt, naja, die Kunden sind in den nächsten 10 bis 15 Jahren gehen die in Rente. Das heißt, hier muss einfach eine höhere Rate auch möglich sein, um die Finanzierung bis zum Renteneintritt durchzubekommen. Und es sind natürlich auch bei einem Selbstständigen gewisse Versicherungskosten, die ja bei einem Angestellten schon runtergerechnet werden, die noch nebenbei anfallen. Und dementsprechend haben wir hier ein Haushaltsdefizit. Wir schauen mal weiter runter. Wir haben die Achse hier nochmal gelb mit ähnlicher Information, dass es in der Gesamtlaufzeit zu einer Haushaltsunterdeckung kommt. Und ihr seht, es ist eine Menge rot. Hier bei der Sparkasse nochmal ähnliche Situation. Gesamtlaufzeit, Haushaltsrechnung. Und da, ihr seht hier das erste Angebot grün. In dem Fall ist es die Deutsche Bank, die sagt, grundsätzlich würde die Haushaltsrechnung bei uns positiv sein. Und wir schauen auch hier mal rein. Und da sagt der Haushaltsrechner, wir haben nach Finanzierung einen Haushaltsüberschuss von 520 Euro. So. Der Zins liegt hier jetzt bei 3,97%. Und ihr seht also, in diesen drei Konstellationen, wo ja grundsätzlich alle drei Kunden ein ähnliches Einkommen haben, nur eine gewisse Lebenszeit haben oder ihr Einkommen nicht aus dem Angestelltenverhältnis beziehen, wir haben die gleiche Eigenkapitalquote, ergeben sich drei unterschiedliche Zinssätze, die mit über 0,5% sogar auseinanderliegen. Jetzt könnte man hier sagen, bei der Deutschen Bank, ja okay, die Haushaltsrechnung ist hier grün, aber die Kunden gehen doch trotzdem in 13 Jahren in Rente. Bis dahin ist ja diese Finanzierung gar nicht getilgt. Ihr seht hier eine kalkulierte Gesamtlaufzeit von 28 Jahren. Und hier ist es auch wieder wichtig, welcher Ansatz und welche Argumentation akzeptiert eine Bank? Ist es eine Bank, die sagt, okay, ihr geht in Rente und ab Renteneintritt stehen einfach nicht ausreichend Einkommen zur Verfügung, um die Finanzierung zu bedienen, dann ist eine Finanzierung bei dieser Bank nicht umsetzbar. Oder gibt es vielleicht Banken, die mit anderen Argumentationen kommen? Zum Beispiel, ihr habt eine weitere Immobilie, eine Kapitalanlage, die ihr plant, zum Renteneintritt zu verkaufen und damit euer Darlehen zu tilgen, wäre ein Argument. Oder zum Beispiel hier bei der Deutschen Bank, wir haben gerade gesehen, es gibt einen Haushaltsüberschuss nach Finanzierung von 500 Euro, wo es Banken gibt, die dann einfach sagen, okay, wenn man diese 500 Euro mal auf 12 Monate hochrechnet und auf die nächsten 13 Jahre bis zum Renteneintritt raufrechnet, dann habe ich ein gewisses Kapital, was rechnerisch dazu in der Lage wäre, diese Finanzierung auch dann zu tilgen. Und mit solchen Argumenten und solchen Banken, die diese Argumente akzeptieren, kann man dann in so einer Situation ins Gespräch gehen.
Ich würde sehen, ihr seht hier ganz klar, dass sowohl die Lebenssituation als auch die Ausgangslage und alle Parameter, die ihr mitbringt, entscheidend dafür sein können, welchen Zins ihr am Ende des Tages bekommt. Aber es ist nicht immer der Zins, sondern es ist ein Finanzierungskonzept, was ihr am Ende des Tages bei der Bank unterzeichnet. Und das soll einfach zu jedem Zeitpunkt zu euch passen, in jeder Lebensphase und jede Flexibilität, die ihr benötigt, auch anbieten. Und deswegen ist Zinsen vergleichen nur ein kleiner Teil von dem wichtigeren Weg, nämlich Immobilienkredite miteinander zu vergleichen. Wir als Vermittler haben über 700 Kreditinstitute in unserem Portfolio, mit denen wir täglich vergleichen. Ganz wichtig vorab hier, ja, fast jeder hat 700 Kreditinstitute, aber in eurer Konstellation kommen in der Regel nur 50 bis 60 in Frage. Denn das, natürlich ist ein Großteil dieser Kreditinstitute einfach regional ansässig und ist vielleicht in eurer Region, kommt die gar nicht zum Tragen, weil die dort nie finanzieren würden. Ne? Deswegen ist es umso wichtiger, es geht nicht immer darum, habe ich 600, 700 oder 1500 Banken in meinem Portfolio, sondern es geht darum, dass ich Berater habe, die wissen, mit welchen Kriterien die Banken argumentieren, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und welche Wünsche und Faktoren ihr einfach mitbringt und dort das richtige Match zu wissen, das ist viel, viel wichtiger als 700 oder 800 Banken im Portfolio zu haben. Aus unserer Sicht also das Wichtigste, aus unmöglich wird möglich und aus möglich wird einfach perfekt. Wenn ihr es vorher schon wissen wollt, dann geht gerne auf unseren Bauzinsrechner auf unserer Dr. Klein Homepage. Dort habt ihr die Möglichkeit, zumindest mit einigen Parametern schon mal zu schauen, okay, was für ein Zins, was für eine monatliche Rate würde denn bei meinen Faktoren am Ende des Tages rauskommen. Wichtig ist zu wissen, hier ist es eine reine Orientierung, denn so wie ich eben euch gezeigt habe, könnt ihr auf dieser Internetseite halt noch nicht alle Parameter angeben, nämlich, dass ihr in Elternzeit seid, dass ihr zum Beispiel selbstständig seid oder viele andere Punkte. Dementsprechend nehmt die Zahlen nicht zu ernst, sondern es dient als Orientierung und soll euch ein Gefühl dafür geben, ob ihr mit eurem Objekt und euren Rahmenbedingungen auf dem richtigen Weg seid. Wenn es ins Detail gehen soll, dann kommt gerne auf uns zu, stellt eine unverbindliche Finanzierungsanfrage und wir zeigen euch, welche Banken in eurer Situation mit euren Wünschen in Frage kommen würde und am Ende des Tages natürlich auch, welcher Zins am besten ist. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, euer Mike, bis zum nächsten Mal.